Wer in dieser außergewöhnlichen Zeit ein verlässlicher Partner bleiben will, muss manchmal zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen. Auch wir tun dies heute, und zwar gemeinsam mit Ihnen. In diesem Sinne begrüße auch ich Sie sehr herzlich zur ersten virtuellen Hauptversammlung in der Geschichte von Bayer und überhaupt zur ersten virtuellen Hauptversammlung eines DAX-Unternehmens. Wir wollen damit auch zu einem kleinen Stück Normalität in diesen schwierigen Zeiten beitragen. Normalität bedeutet auch, dass ich Sie heute über das abgelaufene Geschäftsjahr und auch das erste Quartal informieren werde. Ich werde über das operative Geschäft genauso sprechen wie über die Meilensteine unserer strategischen Entwicklung. Und dabei werden Sie sehen, wir haben hart gearbeitet und wir haben geliefert. Das, was wir Ihnen versprochen haben, haben wir erfolgreich in die Tat umgesetzt. Meine Damen und Herren, die Corona-Krise fordert uns alle. Sie bestärkt uns aber auch in der Ausrichtung unseres Unternehmens. Wir halten Kurs und sind in den richtigen Geschäften aktiv. Denn was könnte es Wichtigeres geben, als zu der weltweiten Versorgung mit Gesundheit und Ernährung beizutragen? Wir halten auch Kurs bei den umfangreichen Maßnahmen, die wir Ende 2018 angestoßen und seit der Hauptversammlung 2019 intensiv weiter vorangetrieben haben. Dabei haben wir uns auch das enttäuschende Abstimmungsergebnis bei der Hauptversammlung im vergangenen Jahr zu Herzen genommen. Wir haben uns intensiv mit Investoren ausgetauscht, haben die geäußerten Kritikpunkte aufgenommen und daran gearbeitet, besser zu werden. Sie werden sehen, dass sowohl die strategische wie auch die operative Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr genau dem entspricht, was wir Ihnen versprochen haben. Wir haben im Geschäftsjahr 2019 unsere Finanzziele erreicht, obwohl wir, gerade was den Agrarsektor angeht, mit einem schwierigen Marktumfeld zu kämpfen hatten. Das um Sondereinflüsse bereinigte EBITDA, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, betrug 11,5 Milliarden Euro. Das ist der höchste Wert, der jemals bei Bayer erzielt wurde. Wir haben 2019 unsere Nachhaltigkeitsziele neu und, wie wir meinen, sehr ambitioniert definiert. Wir haben beschlossen, dass Bayer im Jahr 2030 ein zu 100% klimaneutrales Unternehmen sein wird. Gleichzeitig haben wir 2019 erneut demonstriert, was uns als Wissenschaftsunternehmen ausmacht. Für Forschung und Entwicklung haben wir insgesamt 5,3 Milliarden Euro investiert. Das ist ein neuer Rekordwert. Bayer ist seit mehr als 150 Jahren ein wissenschaftsbasiertes Unternehmen. Aber es wurde noch nie so viel für Forschung und Entwicklung ausgegeben wie im vergangenen Jahr. Auch im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres konnten wir die positive operative Entwicklung fortsetzen. Die Zahlen dazu haben wir gestern veröffentlicht. Insgesamt war unser Jahresauftakt stark durch die Corona-Krise geprägt. Hier hat sich gezeigt, dass wir mit unserem Produktportfolio für Gesundheit und Ernährung auch unter schwierigen Rahmenbedingungen erfolgreich wirtschaften und einen positiven Beitrag leisten können. Wir gehen davon aus, dass 2020 auch weiterhin durch die Covid-19-Pandemie beeinflusst werden wird. Eine verlässliche Bewertung positiver wie auch negativer Effekte wird allerdings erst im weiteren Jahresverlauf möglich sein. Neben allen Herausforderungen sehen wir aber auch eine Reihe von Chancen für unsere Unternehmen. Ich glaube, dass wir aus diesen außergewöhnlichen Zeiten auch etwas für die Zukunft von Bayer lernen können. Wenn Sie darüber nachdenken, wer sind unsere Helden in diesen Tagen? Ich würde sagen, es sind die Ärzte und Pflegekräfte im Krankenhaus. Es sind auch die Verkäuferinnen und Verkäufer im Supermarkt. Es sind diejenigen, die Masken oder Medikamente herstellen, an Impfstoffen forschen oder die Versorgung mit Lebensmitteln aufrechterhalten. Gesundheit und Ernährung, diese beiden Branchen erweisen sich in dieser Krise gerade überall als essentiell. Genau in diesen Branchen ist Bayer heute ein weltweit führendes Unternehmen.